hab ihn. Alle halten es für eine Legende, aber ich hab ihn. Captain Kidd hat ein Geheimnis, ganz klar. Gib mir nur ein Schiff und eine Crew und ich finde heraus, was ihm so wichtig war. Einst traf ich ihn, Captain. Er war 7 Fuß groß, ungelogen. Das sagt er. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann? Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange, bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Da bist du, ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert.
Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Sehen, ob unser Mann fliegen kann. Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Zieht mich doch bitte hoch! Zieht mich doch bitte hoch! Hab Dank! Hab Dank! Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde! Was wollten sie von dir? Mein Geld! Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem.
Doch ich bin einfach kein Unterstützer Ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Schon bessere Zeiten gesehen. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Nein, nicht den linken Fuß! Niemals den linken! Bringt Unglück! Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf! Sie ist solide. Ei! Schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir.
Und das Graussäglein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Nimm das Ruder! Keine Scheu, Bursche, du musst das lernen. Na komm, mach schon, sie beißt nicht. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel. Aha, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Los, volles Segel! Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Wir brauchen mehr Fahrt. Volles Segel! Nicht weit, wenn wir auf Grund laufen. Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Das verlangsamt uns. Pass auf die Sandbänke auf. Und willst du schnell wenden, setze halbes Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Weniger Knoten. Halbes Segel. Volles Segel! Gib alles, Männer! Volles Segel! Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Häuser! Wir sind bald da!
Weiter Fahrt, Segel streichern! Weniger Knoten! Anker werfen! Wir gehen an Land, Kanonen und Offiziere suchen! Hallo, Miss Mabby. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Der Kia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Sollte das dann werden. Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand, segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breitseite. Bring sie zum Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Erste Rundkugeln! Gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Breitseite! Hat noch Pulver geladen! Gut! Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer! Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! Frischling, Captain! Du lernst aber schnell! Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See, Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück.
Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Halbes Segel! Warum schießen die auf uns? Königliches Eigentum beschädigt dich, Königin. Die Schwören suchst dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Versenk den Bastard! Benutzt die Leber! Englische Fregatte! Ich erfahre noch eine. Wo um alles in der Welt kommt die denn her? Ich hab sie! Hab sie alle! Bring mir, was ich will, und ich geb sie dir. Ganz einfach! Du hast ein Schiff! Du könntest sie alle finden! Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Evochen. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch?
Sieh das an. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft.